Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Orbox Z. Wir sind hier stehen geblieben bei Level 10. Und ich habe eigentlich gesagt, dass ich offscreen ein bisschen schauen wollte. Bin ich aber nicht dazu gekommen. Tatsächlich ist mir beim Schneiden was aufgefallen. Weil die letzte Folge, in der wir Level 10 probiert haben, war letzte Aufnahme. Ich hatte an dem Tag nicht mehr zu viel Zeit, aber ich wollte nochmal eine Kleinigkeit ausprobieren. Und zwar gehen wir zuerst mal hier oben rum. Also wir haben ja gesagt, wir gehen außen rum, versuchen in dieser Spirale hier die ganzen Dinge abzufarmen. Wir fangen mal hier so an. Hier rum, oben rum, so. So weit, so gut. Und jetzt haben wir nämlich einen Weg übersehen und der geht nämlich genau hier rum. Wir haben jetzt noch zwei Bomben in den Ecken. Und diese beiden müssen wir ausnutzen. Und zwar gehen wir einmal hier rum und haben damit die obere Reihe, die uns gefehlt hat, und können jetzt mit Hilfe diesen Weges auch die letzte einsammeln. Und damit haben wir das ganze Level gelöst. Dieses eine kleine Ding ist mir beim Schneiden aufgefallen und ich habe mir so den Facepalm verpasst nach dem Motto, oh mein Gott, warum habe ich das in den 10 Minuten, wo wir das Level probiert haben, nicht gesehen? Aber ich habe es gesehen und wir haben es geschafft und jetzt geht's weiter mit Level 11. So, unser Ziel besteht darin, alle Sterne zu sammeln. Ich würde sagen, wir fangen mal so an. Einmal hier nach oben. Dann kommen wir hier durch und können den schon mal einsammeln. So weit, so gut. Dann nehmen wir die mit. Und jetzt wird's tricky. Instinktiv würde ich natürlich erstmal versuchen, hier so rumzugehen. Und jetzt müssen wir irgendwie da rein. Okay, der Anfang ist relativ einfach, der letzte ist leider etwas tricky. Wir können natürlich auch mal zuerst so rumgehen. Beziehungsweise... Das war jetzt dämlich. Moment! Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Und zwar... werden wir den hier aktivieren, die mitnehmen. Jetzt gehen wir nochmal Nee. Da kommen wir jetzt nicht mehr rüber. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal oben rumgehen. So. Weil wenn wir jetzt hier oben rumgehen würden, dann könnten wir die hier anmachen und jetzt von dem Punkt aus nach links gehen und wenn der linke von den beiden Blöcken, die wir gerade aktiviert haben, schon aktiv ist, dann könnten wir da dagegen nach unten und nach rechts zum letzten Stern. Das ist so der Plan, den ich gerade verfolge. Ich muss nur irgendwie schauen, wie wir hier den Anfang meistern. Nein. Wir müssen zuerst, ich glaube... So nicht. Okay. Gut. Wir müssen hier runter. Dann nochmal den Weg hier gehen. Hier hoch. Jetzt hier rüber. Jetzt kommen wir so rum. Und jetzt haben wir es geschafft. Vorausgesetzt, ich mache keinen Fehler mehr. Sehr gut. Genau das wollte ich, das war der Plan. Ich wusste nur nicht genau den Weg dahin. Weiter mit Level 12. Unsere Mission besteht nur darin, ins Ziel zu kommen. Das Ziel ist ganz links, also fast ganz links unten. Wir können mal schauen, wo wir hinkommen. Wenn wir nach oben gehen, kommen wir ganz nach oben bei dem obersten Block raus. Wir können nicht nach links, nicht nach unten, nicht nach rechts, wir müssen nach oben. So. Jetzt könnten wir nach rechts gehen, dadurch kämen wir
an das rechteste Labyrinthstück von rechts ran durch das pinke Portal oder wir gehen nach links, da kommen wir von oben ran. Und könnten nach rechts ins lila Portal. Da kämen wir dann... Das wäre eine Todesfalle. Wir probieren mal trotzdem den hier. Dann könnten wir nur noch mal, nur um das mal kurz zu demonstrieren. Ich meine, der war jetzt nicht schwer. Das ist die Todesfalle, von der ich geredet habe. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Wir gehen nochmal hier nach links. Dann gehen wir hier an den Eisblock. Hier nach links. Aktivieren den Block. Stehen jetzt hier. Und das hilft uns inwieweit? Nicht wirklich viel. Okay. Ja, nach unten ist tot. Klar. Gut, als Möglichkeit nach oben. Dann haben wir gesagt, wir gehen nach rechts hier durch. Dann kommen wir über diesen Eisblock. Wir können auch zuerst mal nach rechts gehen, dann kommen wir nämlich hier entlang. Hier rein. Das ist schon mal gar nicht so schlecht an sich. Jetzt erstmal den hier. Dann kämen wir hier hin. Jetzt müsste bloß noch das Tor zu sein. Und wir hätten es fast geschafft. Wie ich gerade sehe, ist da übrigens über dem... Wie kommen wir überhaupt an das Ziel ran? Wir müssen... Wie müssen wir denn? What? Okay, das ist tot. Gut. Soweit, so gut. Ich würde den Anfang... Fast. Den einfach gerne nochmal probieren. So. Dass wir hier in das Labyrinth kommen. Zwar von unten. Den könnte man jetzt aktivieren. Ich würde mal gerne zuerst nochmal das Gate schließen. Und zwar geht das, indem dass wir... Was heißt nochmal? Wir haben das Gate noch nicht geschlossen. Aber das müsste zu... Wie kriegen wir das zu? Indem, dass wir durch das lila Portal von rechts rankommen. In das obere von rechts. Das wird allerdings zugegebenermaßen ziemlich schwierig. Aber wir kommen ja auch hin, indem, dass wir so gehen. Doch, das hatten wir schon zu, deswegen. Okay. Nach oben. Es ging nur nach oben, das heißt, wir müssen den Weg hier nehmen. Und können jetzt hier nichts mehr tun. Außer sterben natürlich. Das geht immer. Okay. Das ist jetzt schon wieder sehr, sehr knifflig, weil ich den genauen Weg noch gar nicht sehe, wie wir überhaupt ins Ziel kommen. Das wird noch sehr spannend. Ich meine, klar, wir können hier durch. Dann können wir wieder nur nach oben. Jetzt sind wir wieder in der gleichen... Mann, okay. Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Wir können nochmal nach links versuchen und rechts hier rein. Das bringt uns auch nicht viel. Wir müssen mit nach rechts anfangen und hier starten. Und zwar nach rechts. Das muss der erste Schritt sein, weil ich sonst keinen Weg sehe, wie wir hier heil durchkommen. Waren wir hier schon mal? Ja, natürlich waren wir hier schon mal. Lass gut sein. Okay. Wir können den mal aktivieren. Ich weiß nicht genau, was es bringt. Oh doch, ich weiß es sehr wohl. Wir können jetzt hier das Gate schließen. Und jetzt, da wir den Block aktiviert haben, kommen wir hier wieder hier zurück. Und... Das bringt uns halt auch insoweit was, dass wir ins Ziel kommen. Ich habe den Weg gesehen, gerade eben. Sehr gut, nice. Hat ein bisschen gedauert, aber war ein hartes Level. Jetzt kommt Level 13 und wir müssen alle Sterne einsammeln. Und zwar in Form des kleinen Herzens. Nach dem Motto, das sollte geschenkt sein, oder wie darf ich das verstehen? Geschenkt ist hier nämlich
überhaupt gar nichts. Das war jetzt nämlich definitiv schon falsch. Okay. Nein, okay. Wir dürfen uns nicht in die Ecke treiben lassen. Das war falsch, okay. Das hat fast gut funktioniert. Aber eben nur fast. Okay. Also bis auf ein paar alle einzusammeln ist ja gar nicht so schwer. Hoppala. Nein! Okay. Das ist nicht gut. Jetzt sind wir wieder hier gefangen, Mann. Okay. Ich muss erstmal den richtigen Anfang finden. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Jetzt fehlt nur noch die Spitze unten. Aber wir kommen wieder hier nicht raus. Wir kommen hier nicht raus, oder? Nein, kommen wir nicht. Okay. Dann fangen wir doch mal mit der Spitze unten an. Okay. Das ist sehr schade. Die Grundidee dahinter ist, glaube ich, nicht grundverkehrt. So. So. Ganz kurz überlegen müssen, keinen falschen Move zu machen. Aber hat funktioniert. Wunderbar. Level 14. Das vorletzte Pack von Orboxy. Level 14. Alle Bomben hochjagen. Das sollte doch machbar sein. Das war sehr, sehr knapp. Aber es hat uns leider nicht viel gebracht, fürchte ich. Und hier kommen wir nicht mehr weg, okay. Nein! Das war auch nicht so gut. Okay. Ich glaube, wir sind zu langsam, oder? Müssten wir hier überhaupt schnell sein? Das ist die entscheidende Frage. Ja. Ich glaube schon. Pass mal auf. Jetzt hätten wir noch mal... Oh Gott. Ich würde gerne eine Sache ausprobieren. Das ist doch bestimmt zu schaffen. So. Und dann müssen wir nur schnell genug sein, dass wir in die rechte Bombe kommen und dann haben wir es geschafft. Okay, es ist wirklich ein bisschen auf Speed. Wir schaffen das. So nicht. Okay. Bisschen Konzentration. Nein! Ah! Mann! Das war knapp. Das war wirklich knapp. Es gibt bestimmt auch einen anderen Weg. So. Egal, wir haben es geschafft. Wunderbar.
Damit sehen wir uns gleich wieder in Level 15.